Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es das zweite Sammelbericht-Video. Und ich habe heute eine Staffel von Mecha Kunicularia Gyne gefunden. Leider nur eine. Ich habe sie heute Morgen um 8.40 Uhr ungefähr gefunden. Was eigentlich ziemlich ungewöhnlich ist, weil ich habe bis jetzt noch keine Staffel von Mecha um diese Uhrzeit gefunden, außer eine Fuska. Sie hat noch ihre Flügel, aber sie hat einen schon abgestreift. Was mich wirklich beruhigt, weil ich hatte schon den Zweifel, dass sie begattet ist. Aber der abgestreifte Flügel spricht für sich. Sie ist unbegattet, sie ist begattet, so rum. Und sie kann jetzt in Ruhe im Reagenzgas gründen. Finde ich schön. Wirklich eine sehr schöne Gyne. Allgemein finde ich Sephomeca Rufibarbus und Kunicularia allgemein wirklich schöne Tiere. Die Färbung finde ich super. Vielleicht kriege ich noch was von vorne. Eine Aufnahme. Oder von oben. Ah, das ist toll. Ja, leider habe ich heute nicht mehr gefunden. Habe sie heute auf einem Ausflug mit meiner Klasse gefunden. Und ich wurde komisch angeschaut. Jeder wollte die Gyne sehen. Ich musste jedem erklären, wie das funktioniert mit den Schwarmflügen. Warum, wenn ich die Gyne mitnehme, keine Kolonie stirbt. Aber irgendwie gehört das dazu als Ameisenhalter, dass man andere Leute aufklärt, die sich fragen, warum und wieso. So, das war's auf jeden Fall mit einem kurzen Sammelbericht-Video. Das wird, glaube ich, mein zweiter Upload heute sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, euch sehe ich beim nächsten Mal. Ciao.